Ja, legen wir los. Jawohl, perfekt. Noch einmal willkommen zum heutigen Thema Power Plattform Data Flows. Habe schon erwähnt, Wolfgang Strasser, blogge auch, wenn es die Zeit erlaubt, bin auf Twitter unterwegs und beschäftige mich mit Daten. Und bei den Daten ist in der letzten Zeit ein Konstrukt aufgekommen, das mich sehr, sehr interessiert. Es ist zusätzlich zu dem Power BI Tool auch die Power Plattform immer mehr, immer aktiver und immer mehr gepusht von der Microsoft worden. Und wer die Power Plattform nicht kennt, im Endeffekt ist es kein eigenständiges Produkt, es ist eine Sammlung von Tools. Also wir haben hier bei der Power Plattform die Power BI, natürlich, und das wird es auch heute gehen in einem gewissen Part. Wir haben die Power Apps dabei. Das sind ja webbasierte Anwendungen, die ich mit wenig bis gar keinen Code erstellen kann und dann verteilen kann in meinem Unternehmen. Power Automate zum Workflows erstellen, Daten zwischen Systemen schaufeln und die Power Virtual Agents, damit ich Bots bauen kann, um ja, Customer Service und so weiter auch mit einem relativ Low-Code-Approach dann an die Anwender zu bringen. Und für heute geht es um die Data Flows. Und zwar die Power Plattform Data Flows, das ist Self-Service, Datenintegration in der Cloud. Self-Service ist so der große Part, den wir natürlich bei Power BI haben, aber auch bei den Data Flows in den Power Apps. Und wenn wir heute das Thema anschauen, werde ich ein paar Sachen streifen und nicht in die Tiefe gehen, sondern ich würde mich über Fragen freuen. Also wenn es Fragen gibt, bitte unmuten, die gleichstellen, im Chat reinposten und Markus, du wirst, wenn sie im Chat sind, mir dann hoffentlich darauf hinweisen, damit wir dann die Diskussion in Gange bringen. Also ich werde heute kurz streifen, die Information Hierarchy aus Power BI, Wiederverwendbarkeit, das Common Data Model, was ist das, was ist der Unterschied zwischen Common Data Service, natürlich Power Query Online, das ist die zentrale Technologie, die hinter dem gesamten Data Flow steckt. Und zur Hitze passend, wir haben keinen Swimmingpool, wir haben den Data Lake. Wir werden auch ein bisschen im Data Lake tauchen und einmal schauen, was da an Informationen mit den Data Flows reinkommt, beziehungsweise was man dann aus dem Data Lake entsprechend rausfischen kann. Und starten wir mit dem ersten Thema, Power BI Data Flows. Das war so die erste Erscheinung von dem gesamten Data Flows Konstrukt. Und vor den Data Flows hat irgendwie die Datenhierarchie in Power BI irgendwie so ausgesehen. Wir haben gehabt die Quelldaten auf der untersten Ebene und auf diese Quelldaten haben wir Datasets gebaut, Datenmodelle, verschiedene Daten miteinander integriert und dann interaktive Reports drauf gebaut. Jetzt hat es das Problem gegeben, oder gibt es eigentlich noch immer mit dem Ansatz, Wiederverwendbarkeit. Ist natürlich eine Sache, die ich sehr, sehr stark verfolge, die aber mit dem Konstrukt, ich baue ein Dataset in Power BI und darauf aufbauend einen Power BI Report, nur zu einem gewissen Grad gegeben ist. Ich kann Wiederverwendbarkeit anstarten, indem ich ja, Linked Datasets, Reference Datasets verwende und dann einen zweiten Report auf diese Sache draufbaue. Aber ich kann auch weitere Datasets und weitere Reports darauf aufbauen. Und sehr oft ist es so, dass es irgendwie so eine zentrale Tabelle gibt, ein zentrales Objekt, das ich gerne auch in anderen Datasets irgendwie drinnen haben möchte. Nicht das gesamte Dataset, sondern eine Datentabelle. Und ja, bevor die Dataflows gekommen sind, bevor, sage ich mal, referenzierte Datasets gekommen sind, habe ich die Möglichkeit gehabt, das mit Copy und Paste. Ja, ich habe diese Definition geschnappt aus dem ersten Dataset und dann in den anderen den M-Code entsprechend in den neuen Datasets eingefügt. Funktioniert im ersten Schritt, wenn es aber daran geht, dass es genau in diesem Dataset eine Änderung oder in diesem Datenobjekt eine Änderung geben hat am M-Code, müsste das immer nachziehen. Und das ist genau das Problem, das vergisst man, macht man nicht. Und dann habe ich das Problem Wiederverwendbarkeit beziehungsweise dann sehr viele Versionen der Wahrheit, die dann mitspielen. Mit den Data Flows ist jetzt
sage ich mal, eine zusätzliche Schiene reingekommen. Und zwar die zusätzliche Datenaufbereitungsmöglichkeit der Dataflows, also meine Quelldaten. Dann kann ich mit Datasets, mit Dataflows Datenaufbereitung machen und diese erzeugten Ergebnisse, die sogenannten Entities, dann in Datasets wiederverwenden. Würde man da noch einige Worte sparen, sondern würde gleich mal sagen, ich zeige das einmal kurz her, wie sich das anfühlt. Wir finden das Ganze nur in der Cloud. Dataflows sind ein Cloud-Only-Konstrukt. Dataflows kann ich nicht im Power BI Desktop erzeugen, sondern kann ich nur im Power BI Service erzeugen. Dataflows schreiben auch die Daten nur in der Cloud. Die schreiben die Daten in ein Dataset, in ein Data Lake. Der kann von Power BI verwaltet sein, der kann aber auch an Firmen eigenen Data Lake reinmappen. Und seit, ich glaube, letzter Woche ist es auch möglich, dass ich auf Workspace-Ebene, auf Arbeitsbereich-Ebene einen eigenen Data Lake hinverbinde. Bis letzter Woche war es so, ich habe auf oberster Ebene, auf Tenant-Ebene einen Data Lake angebunden und der hat für alle Workspaces gegolten. Jetzt kann ich das auf Workspaces getrennt machen. Jetzt kann ich hier einen Dataflow erzeugen und ich habe jetzt hier vier Möglichkeiten und ich möchte mit der ersten starten und zwar eine neue Entity erzeugen. Und was hier jetzt anstartet, ist Power Query Online. Eine Möglichkeit, sage ich mal, meine Daten aufzubereiten, sehr, sehr ähnlich aufgebaut wie im Power BI Desktop. Es gibt nicht alle Konnektoren, die wir auch aus Power BI Desktop kennen. Wenn ich da nochmal zurückgehe, es sind einige vorhanden und es sind noch mehr möglich, die auch funktionieren. Man müsste dann hier auf Blank Query gehen und zwar gibt es für manche noch kein User Interface. Es gibt dann, ja? Wir haben eine erste Frage und zwar wird gefragt, ob das nur auf neue Workspace geht oder auch schon im Classic. Wahrscheinlich der Punkt mit dem Data Lake. Das Mappen auf Data Lake. Ich vermute stark, dass es nur auf die neuen geht. Ich habe es auch nur bei den neuen ausprobiert. Ich weiß es jetzt nicht. Vielleicht, weiß nicht, Tom, weißt du das? Tom muss erst noch das Mikro aufsetzen. Okay. Aber ich vermute, dass es nur auf die V2, auf die neuen Workspaces funktioniert. Ich vermute es auch, weil ja die klassischen jetzt auch geblockt werden können und die auch ab Januar dann auch gelöscht werden ab nächsten Jahr. Also steht auch auf der Roadmap. Dementsprechend denke ich mal, dass sich das daraus einfach ergibt. Mhm. Aber das werden wir noch recherchieren und werden wir entsprechend Social Media mäßig nur verteilen, wenn wir die Antwort haben. Das werde ich nachliefern. Okay. Zu den Konnektoren. Es gibt. Bitte, was war die Frage? Dataflows nur mit Workspace V2 funktionieren. Ich habe gerade was zu trinken geholt. Aufpassen bitte, Herr Kollege. Das Mapping Data Lake auf Workspace-Ebene. Funktioniert mit V2. Nur V2, okay, dann hätten wir das. Danke. Bei den Konnektoren gibt es nicht für alle ein User-Interface. Also Power Query Online gibt es nicht für alle Konnektoren, die unterstützt sind. Man findet in der Doku relativ gut darauf hingewiesen, welche aber funktionieren. Da müsste man dann über Blank Query quasi das Gesamte anstarten, im Power BI Desktop den M-Code generieren, erzeugen und dann über Blank Query einfügen und dann kann auch die Datenaufbereitung im Web funktionieren. Ich öffne jetzt einen bestehenden. Und zwar möchte Power Query Online noch herzeigen. Im Endeffekt nicht, was es kann, weil das wird jeder kennen, was Power Query im Endeffekt im Power BI Desktop oder online kann. Ich habe mein Kontextmenü, ich habe sehr, sehr viel, noch nicht 100% die Übereinstimmung mit Power BI Desktop. Aber was wichtig ist, das Ergebnis von so einem Dataflow sind Entities. Kann man vergleichen mit Tabellen. Und die Struktur dieser Entities kann ich im Endeffekt auf zwei Arten definieren. Ich kann mir sogenannte Custom Entities definieren. In dem Fall habe ich jetzt eine Custom Entity mit dem Namen Sales und dem Entity Type Custom definiert. Der Dataflow läuft und erzeugt mir eine Tabelle,
die genau diese Struktur hat. 4 Spalten mit dem Country, Artikel, Jahr und der Quantity. Die zweite Variante, die ich machen kann, ist, ich kann das Common Data Model als Strukturdefinition verwenden. Das Common Data Model ist ein Datenmodell, das sich die Microsoft überlegt hat, in dem ja, die Entities aus dem Business-Umfeld bereits definiert sind. Was ist eine Adresse? Was ist ein Kontakt? Was ist ein Produkt? Welche Eigenschaften hat ein Kunde und so weiter? Und dieses Common Data Model kann ich verwenden als Zielstruktur. Also ich könnte hier auch wechseln, map mal das Ganze jetzt auf zum Beispiel einen Account und dann hätte ich alle Felder aus dem Common Data Model hier drinnen und könnte dann das Mapping durchführen. In dem Fall passt jetzt der Account nicht zu meinen Verkäufen, aber nur um das mal zu schematisieren, wie das aussehen würde. Also 2 Varianten. Map to Entity, dass ich eine Common Data Model Entity als Ziel verwende oder Custom Entity. Was kommt dann raus? In meinem Fall habe ich einen Data Flow mit einer Entity. 4 Spalten und diese Entities lesen die Daten aus einer Datenquelle. In dem Fall ist es ein Excel, das ich in SharePoint Online gehostet habe. Und was mir sehr, sehr gut gefällt, ich hoffe, es kennt ein jeder, es gibt die Listenansicht in Power BI Service. Aber gerade für die Datennachverfolgung, die Lineage View, Datenherkunft, ist eine super Möglichkeit, wo ich einfach sehe, welche Schritte haben meine Daten, sage ich mal, bis jetzt verfolgt. Ich habe hier meine Datenquellen, ich habe hier meine Dataflows, dann habe ich noch einen Dataflow, also das Kastel müssen wir größer machen. Dann habe ich meine Reports, Dataflows, dann habe ich ein Dataset und hier habe ich meine Reports bzw. Dashboards. Also eine sehr, sehr super Ansicht mit der Lineage View mal zu sehen, woher kommen meine Daten. Wie komme ich jetzt zu so einem Datenmodell? Jetzt wechselt man quasi von Cloud Only auf Power BI Desktop. Wir müssen ja mal unser Datenmodell erstellen und das können wir aktuell nur im Power BI Desktop. Also Dataflows Cloud Only, aber das Datenmodell erstellen basiert im Power BI Desktop. Und hier habe ich die Power Plattform Konnektoren und hier kann ich auf Power BI Dataflows beziehungsweise dann auf die Power Plattform Dataflows zugreifen. Und wenn ich dann hier hin verbinde, bekomme die Liste der Workspaces plus die enthaltenen Dataflows und darin dann die enthaltenen Entities. Und hier kann ich dann einen Dataflow auswählen, habe hier eine Vorschau, kann diese Entity verwenden und genauso wie ja, wenn ich auf ein Excel-File oder wo auch anders mich hin connecten würde, entweder laden bzw. Daten transformieren, also mein Datenmodell bauen. Und dann könnt ihr auch hier unterschiedliche Entities aus unterschiedlichen Dataflows einfach verwenden und miteinander in einem Datenmodell verheiraten. Also das wäre der Weg, Dataflows erstellen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Power BI Dataflows, die leben in der Cloud. Das ist Power Query in der Cloud. Die laufen unabhängig von einem Power BI Report bzw. einem Dataset. Ergebnisse werden in einem Data Lake gespeichert, Azure Data Lake Storage Generation 2 und die Ergebnisse, na, das sind die Entities. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit Tabellen. Ich kann, muss aber nicht das Common Data Model für die Entity Definition verwenden und ganz, ganz wichtig, nicht in meinem Workspace verfügbar. Also ich muss einen Gruppenarbeitsbereich, einen Workspace haben. In diesem kann ich dann die Data Flows erzeugen und dann auch entsprechend abspeichern. Das haben wir alles schon gesehen. Eine Besonderheit, die die Power BI Data Flows, sage ich mal, sehr, sehr spannend machen, Excel kennt jeder und Excel-Formeln, die Abhängigkeiten kennt auch jeder. Ich habe jetzt hier eine einfache Summe über 3 Felder. Jedes Mal, wenn sie eine Zelle ändert, Value A, B oder 3, wird die Summe neu evaluiert und genauso verhalten sich auch die Data Flows. Ich kann jetzt hier Dataflows bzw. Entities auf andere Entities referenzieren. Ich kann auch berechnete Entities definieren, die Werte aus einer Entity oder aus einem Ergebnisset nehmen, die noch einmal aggregieren oder was auch immer transformieren und dann wiederum in den Data Lake schreiben. Wolfgang, ja? Wir haben hier eine Handhebung. Ich glaube, das ist eine Wortmeldung.
Ja. Ja, hi Wolfgang, der Jochen hier. Ich weiß nicht, ob du noch dazu kommst. Ich frage es einfach mal. Man kann ja auch mit einer JSON-Datei diese Dataflows erstellen oder importieren. Ich habe, also der natürliche Weg, den du ja meistens hast, ist, du hast im Power BI Desktop schon was angefangen zu basteln. Ich habe jetzt noch keinen Knopf im Power BI Desktop oder über Tricks gefunden, mit dem ich alle Queries einfach raus exportieren könnte in dieses JSON-Format. Ist dir da was bekannt? Auch nicht, oder? Müsste man selber basteln oder jetzt über unseren neuen Tool Ribbon müsste das. Ja, externe Tools wäre eine Möglichkeit, dass man den. Wäre eine gute Möglichkeit, weil man kommt mit dem Objektmodell auch auf die Power Query Definitionen hin. Meinst du, das ist so? Okay. Ja, also über Umwege. Was ich die letzten Tage im Debugger gesehen habe, ist nicht alles irgendwie so klar ersichtlich. Mhm. Also es gibt dann je nach Connector und Aufbereitungsschritt da unterschiedliche Objekttypen, aber es sollte möglich sein. Also das wäre echt super spannend. Ich bin auch gerade dran, weil ich so eine Art Generator brauche teilweise für Power BI Dateien und das, was du im Tabular Editor siehst, das kannst du ja herrlich scripten über das Tabular Modell, Scripting Modell. Aber ich auch im Tabular Editor siehst du halt nur von der Tabelle im Prinzip, ich glaube Partition heißt, da siehst du eine Power Query. Aber eben halt nicht, wenn du in Power Query jetzt mit Verweisen arbeitest, dass es eine Abfrage auf der anderen basiert. Diese Abhängigkeiten, da bin ich noch nicht dran gekommen, wie du die ankoden kannst, praktisch. Ne? Mhm. Ja, es stimmt. Also die einzelnen, ich sage mal, die Power Query Definition für die Partition zum Befüllen, die ist definitiv drinnen. Die Relationships zwischen den einzelnen Abfragen. Das willst du mir mal anschauen, ob das dann praktisch auch, wenn du migrieren willst nach Azure Analysis Services, hättest du ja genau das gleiche Thema. Mhm. Dass du irgendwie das entflechten musst und entweder ein großes M-Skript für die Partition machst, wo alles enthalten ist, aber irgendwie muss es ja Power BI auch schon machen, vielleicht. Ja, also das müssten wir uns wirklich anschauen im Detail, sage ich mal. Es muss ja drinnen sein, weil auch Power BI die entsprechende Reihenfolge auch irgendwie halten muss. Ja. Mal die Imke anhauen, oder? Wenn es einer ja. weiß. Wenn es wer weiß, dann ist die Imke. Ja, also das ist definitiv da der richtige Informationspool. Das stimmt, ja. Okay, danke. Bitte. Ja, Common Data Model habe ich schon erwähnt, Standard definieren. Und wie sieht es hinter den Kulissen aus? Die Daten werden in sogenannten CDM-Folders abgelegt. Common Data Model Folders. Und die haben im Endeffekt eine sehr, sehr wichtige Datei, das ist die model.json-Datei. Und in der ist definiert, wie ist so eine Entity aufgebaut. Einerseits, welche Eigenschaften hat sie, also welche Spalten, die Datentypen dazu, aber auch, man sieht es hier ein bisschen in Zeile 16, quasi, woher kommen die Daten, wenn es jetzt ein Dataflow ist. Was ist der M-Code, der da dahinter steckt? Und auch nur Informationen zum Refresh und so weiter. Zusätzlich natürlich dann die Daten selbst, also quasi welche Daten sind vom Dataflow generiert worden. Aktuell sind es CSV-Dateien. Aber über die model.json quasi habe ich eine typisierte CSV-Datei, auf die ich dann zugreifen kann. Und wenn man das jetzt weiterspinnt, ist die, sage ich mal, ja, eigentlich die geniale Idee von der Microsoft, wir haben hier auf der linken Seite den Self-Service-Datenaufbereitungs-Approach mit Dataflows, im Endeffekt Power Query Online, ich kann das definieren und habe hier dann als Ergebnis CDM-Folders. Und diese CDM-Folders liegen in einem Data Lake, den haben wir da hier unten. Und was das CDM-Folder-Format definiert, diese model.json-Datei ist, ein Datenaustauschformat. Und mit diesem Ansatz habe ich die Möglichkeit, dass ich Azure Data Factory verwende, um solche Strukturen zu lesen oder zu schreiben. Oder Databricks oder Synapse Analytics oder welches Tool auch immer. Und dann kann ich... Ja? Jetzt habe ich mal eine Frage. Ja? Das mit dem Azure Data Factory und CDM-Folders beschreiben, ist das denn jetzt schon in irgendeiner Weise so möglich, dass er mir wirklich auch so ein entsprechendes... Verzeichnisstruktur und so weiter aufsetzt.
weil ich sag mal. Ganz, ganz kurz, glaube ich, ist das jetzt im Public Preview. Ja, weil das hat mich nicht bisher immer noch ein bisschen gestört in der Hinsicht, weil wir ja bei den Data Flows und immer bei den Abfragen ja immer wieder von so einem, also jetzt korrigiere mich bitte, immer wieder von so einem Full Load sprechen, zumindest auch wenn wir im Pro-Umfeld unterwegs sind und nicht im Premium-Umfeld. Also das heißt, ich baue ja meine eine Abfrage auf und immer wenn ich diesen Data Flow refreshe, lädt er immer alle Daten neu und packt die mir neu ins CDM-Folder rein. Und wenn ich jetzt ein bisschen mehr Kontrolle darüber hätte, dann könnte ich ja tatsächlich ein bisschen was an inkrementellen Load aufbauen. Und da hätte ich jetzt immer schon diese Azure Data Factory gesehen, wo ich sagen kann, okay, dann gehe ich ein bisschen aus dem Self-Service raus. Aber bis dato hatte ich bis nichts gesehen, dass man da irgendwie selber dieses CDM-Folder beschreiben kann, beziehungsweise sagen könnte, okay, mal ein paar Daten löschen und ein paar neue Dateien erzeugen und mal meinetwegen wirklich so einen durchgängigen Data Load zu erfüllen. Also was ich jetzt im Hinterkopf habe, ist der Connector jetzt im Public Preview. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Okay, danke. Von der Data Factory. Aber den Link kann ich raussuchen und dann dir zukommen lassen. Danke. Weil das stimmt. Es ist jetzt aktuell hier der Self-Service-Gedanke bei der Aufbereitung, aber natürlich dann das Problem Incremental Load, Daten verändern und so weiter und so fort. Da wären natürlich die Tools auf der Seite dafür prädestiniert. Aber bis vor kurzem war jetzt der Ansatz noch nicht so gegeben. Aber meines Wissens ist jetzt hier Unterstützung, sage ich mal, von der Data Factory für die CDM-Folders vorhanden. Und das ist eben die Idee, ich kann mit, ich sage jetzt einmal, professionellen Tools dann mit der Data Factory, mit Databricks und was auch immer, so CDM-Folders erstellen und die dann in Power BI konsumieren in einem Dataset. Und das ist so der Grundgedanke oder sage ich mal, da schließt sich dann der Kreis vom Self-Service auch, sage ich mal, mein Self-Service BI auch befüttern mit professionellen Tools oder in Power Query online im Power BI Dataflows die Daten aufzubereiten und dann vielleicht für Data Science Kollegen zur Verfügung zu stellen, die dann mit ML oder was auch immer zugreifen. Das war jetzt der erste Part, die Power BI Dataflows. Und jetzt gibt es auch die Power Plattform und dort vor allem die Power Apps. Und auch in dem Bereich gibt es jetzt seit einiger Zeit Dataflows, mit denen ich auch die Datenintegration machen kann und vor allem Self-Service-Datenaufbereitung machen kann. Wenn man sich das jetzt ein bisschen ansieht, ist es so, wir haben natürlich Datenquellen, von denen wir Daten lesen und Tools, mit denen wir die Dataflows erstellen. Das erste haben wir schon gesehen, Power BI mit Power Query Online und als Ziel einen Data Lake. Entweder in Power BI versteckt oder der Unternehmens-Data Lake, den ich selbst mappen kann und im Endeffekt meine Ergebnisse dort reinschreiben kann. Was ich nicht gezeigt habe, ist hier an dieser Stelle die AI-Komponente. Ich kann hier in Power Query Online Cognitive Services, Azure ML-Funktionen und so weiter auch in meiner Datenaufbereitung mit reingeben und ich sage jetzt einmal, meine Quelldaten anreichern mit Ergebnissen aus genau solchen Funktionen. Und dann geht es Richtung Datenkonsumenten. Der zweite große Part, das sind die Power Apps. Habe ich schon erwähnt, webbasierte Anwendungsentwicklung. Und mit diesen Power Apps oder Power Plattform Data Flows habe ich die Möglichkeit, den Common Data Service zu befüllen. Jetzt haben wir schon gehört, Common Data Model. Der Common Data Service ist im Endeffekt ein System, der auf der Struktur des Common Data Models basiert. Das Data Model ist wirklich nur die Datendefinition, die Strukturdefinition. Keine Funktion dahinter, kein Service, mit dem ich dann die Daten speichern kann. Das ist ganz wichtig, das ist der Common Data Service, der das übernimmt. Jetzt habe ich eine Variante der Power Platform Data Flows, diesen Common Data Service zu befüllen. Die zweite Variante, die mitspielt, ist, aus dem Common Data Service Daten in einen Data Lake zu replizieren. Da steht jetzt Athena unter Anführungszeichen, das ist der Codename, den sich das Team da überlegt hat. Und schauen wir uns das jetzt einmal ein bisschen im Detail an. Wenn ich jetzt den Common Data Service habe, habe ich zwei Varianten. Ich habe den Pfeil nach oben quasi, den Data Service zu befüllen, beziehungsweise dann im zweiten Schritt Daten
in den Data Lake zu replizieren. Aber ich würde sagen, schauen wir uns das in einem Beispiel an. Ich habe hier die Power Apps Oberfläche und habe hier auf der linken Seite meinen Reiter Data. Und da versteckt sich der erste Part, die Entities. Und auch hier wieder die Entities, das sind meine Datentabellen. Und ich habe hier in meinem Common Data Service, das ist quasi die Web-Oberfläche für den Common Data Service, eine Liste an Entities aus dem Common Data Model definiert. Das Common Data Model ist zwar standardisiert, aber erweiterbar. Also ich kann hier zum Beispiel diese Entität Account nehmen, diese öffnen und ich könnte dann hier neue Spalten hinzufügen, neue Eigenschaften hinzufügen. Man sieht auch hier ist der Ansatz ein bisschen mehr in Richtung Business User. Vor allem die Data Type Spalte sagt es so ein wenig aus. Wir haben hier dann eher sprechendere Namen, Lookup Values, Option Sets. Ich kann Lookup machen, ich habe einen Unique Identifier. Irgendwo weiter unten müsste man dann einmal einen Multiline-Text und so weiter haben. Also das ist die Strukturdefinition, die da dahinter steckt. Ich habe dann natürlich auch Daten da drinnen und kann hier auch Daten zum Beispiel im Excel-Frontend verändern. Jetzt ist es so, dass das Common Data Service als Datenspeicher für Power Apps verwendet werden kann, damit ich in einer Power App Daten eintragen, verändern, löschen kann. Ab und zu möchte ich aber Daten, sage ich mal, befüllen. Ich möchte Entität, zum Beispiel Account oder Artikel befüllen. Und das kann ich mit dem Ansatz der Data Flows machen. Und da habe ich jetzt, ja? Nochmal eine Zwischenfrage, wenn wir bei dem CDS sind. Es ist doch auch so, dass Microsoft ihr CRM-System darauf aufgesetzt haben. Also ich glaube, wenn du so eine CRM-Environment hast, dann sind doch auch die Standard-Entitäten direkt schon mit dem, mit dem CRM befüllt. Und ich finde es immer sehr spannend, wenn ich überlege, dass da jemand einen Tenant hat, hat da ein Environment aufgesetzt, hat vielleicht mit Power Apps erst gespielt, hat sich vielleicht eine Standardentität genommen, so ein Account, was ja dann der Kontakt ist und startet dann ein CRM-Projekt an und sagt, ach wunderbar, ich guck mal, meine Kunden sind ja irgendwie schon da oder also eine Überschneidung oder so ist doch, weiß nicht, spannend und beängstigend zugleich. Oder? Ja, beides. Das stimmt, ja. Also es gibt einige Produkte, die auf dem CDM bzw. CDS aufsetzen. CRM ist da ein Beispiel oder ja, Dynamics. Das sind schon einige Teile, die wirklich auf dem CDS aufsetzen. Und der Vorteil ist, ja, ich habe dann schon Daten drinnen, wenn ich jetzt Power Apps gehabt habe oder was auch immer. Ab und zu möchte ich aber Daten irgendwie importieren in den CDS und das kann ich über die Data Flows machen, indem ich hier einen neuen Dataflow erstelle und im Endeffekt, ich sage jetzt einmal, eine neue, was nennen wir, oder machen wir auch eine Sales-Entität, die ich da erstellen möchte und habe hier dieselbe Oberfläche, wie wir schon bei den Power BI Dataflows gesehen haben. Fast dieselbe Oberfläche. Das heißt zwar Power Query Online, Choose Your Data Source, aber es gibt aktuell auf der Oberfläche genau einen Connector, den hat Power BI noch nicht. Ist aber ein sehr, sehr interessanter Connector. Den Parquet-Connector gibt es aktuell nur für die Power-Plattform-Data-Flows. Aber selbe Spiel, Datenaufbereitung in der Cloud. Und dann ist es aber so, dass ich nicht in ein Custom-Entity mappen kann, sondern in eine bestehende, in eine CDM-Entity. Wenn ich hier dann bin, habe mein Mapping auf diese Seite, dass ich dann sage, in welche Entity möchte ich das mappen und wo gehen meine Daten dann an der Stelle hin. Also das ist der erste Weg. Gleiches Konzept wie bei Power BI. Ich habe Power Query, das läuft in der Cloud und das liefert meine Daten, sage ich jetzt einmal, in CDS Entities rein. Jetzt gibt es noch einen Unterschied. Ich kann im CDS reinschreiben oder direkt in ein Data Lake. Und der Unterschied ist eine kleine Checkbox, und zwar diese. Wenn ich beim Erstellen von einem Plattform Data Flow diese Checkbox aktiviere, dann ist das Ziel nicht der CDS, sondern ein Data Lake. Und dann habe ich eigentlich haarscharf die gleiche Struktur, wie wenn ich einen Power BI Data Flow erstellen würde.
Und dann mappe ich im Endeffekt auch optionsbedingt in eine bestehende Entity, also CDM-Entity, in eine neue oder im Endeffekt, ja, nicht oder, streichen wir das oder, ich mappe in eine bestehende oder in eine neue Entity. Und dann habe ich nur den letzten Weg, ich habe jetzt meine Daten in dem CDS liegen. CDS, ja, ist transaktionsbezogen und so wie wir es schon immer hören, ich sage mal, analytische Datenspeicherung ist eine andere als wie die transaktionsbezogene Datenspeicherung. Und mit dem Project Athena kann ich diese Aufgabe erfüllen, weil es meistens nicht so ideal ist, wenn ich direkt auf meine Datenquelle zugreife. Und mit dem Project Athena gibt es einen Service, den ich konfigurieren kann, in dem konfiguriere ich, welche Entitäten sollen in den Data Lake geschrieben werden. Und ich muss da als ersten Schritt einen Link zu einem Data Lake erstellen. Das sieht man dann an der Stelle. Da habe ich definiert, was ist mein Blob Storage, Data Lake, in dem ich das hinschreiben möchte. Und ich habe hier meine drei Entitäten, Artikel, Business Unit und die Leads. Und das wird permanent im Hintergrund abgeglichen. Und was dann rauskommt, ist, wo ist der Storage Explorer? Ein Data Lake Storage, in dem ich meine Business Unit drinnen habe. Und wieder das altbekannte Spiel, wir haben eine Model.json-Datei und ein Unterverzeichnis Business Unit, in dem die Daten für die Business Unit drinnen sind. Und hier habe ich Daten aus 2019, die in dieser Datei dann drinnen sind. Und zusätzlich auch Snapshot-Dateien, weil was dieses Project Athena, dieser Replication Service macht, ist, er lädt die Daten transaktionsgesichert in den Data Lake und stellt dann, wenn er wieder einen neuen Sync gemacht hat, eine neue Version dem Data Lake zur Verfügung. Also ich habe hier einen permanenten Abgleich im Hintergrund, muss mich nicht darum kümmern, sondern das macht mir mein Abgleichsservice. Und dann haben wir, sage ich mal, wieder ein ähnliches Bild, wie wir es vorher gehabt haben. Wir haben da irgendwo unser Power BI. Wir haben unsere Power Apps und unsere Power Plattform Data Flows, die uns irgendwo in einem Data Lake, in unserem Unternehmen, in der Cloud, CDM-Folders schreiben, beziehungsweise für die Analyse dann im Power BI lesen. Und dann habe ich alle meine anderen Systeme, die da mitspielen. Da habe ich meine Azure Data Services, Databricks, Synapse und so weiter und so fort. Und kann hier über den gemeinsamen Storage und auch über das gemeinsame Format, CDM-Folders-Format, dann diese Daten konsumieren und auf die, sage ich mal, gut zugreifen. Jetzt wird der ein oder andere einwerfen, naja, das ist irgendwie alles dann bei Microsoft. Das ist das System oder das Modell, hat sich Microsoft überlegt und so fort. Stimmt, Microsoft war der Treiber, aber es gibt ein Konsortium, SAP, Adobe und Microsoft, die Open Data Initiative nennen sie das, die sind, ich glaube, 2018 oder so gegründet worden, mit dem Ziel, ja, ein gemeinsames Datenmodell zu erstellen, um den Datenaustausch zu erleichtern, dass ich jetzt nicht auf die kryptischen vierstelligen SAP-Tabellen zugreifen muss, sondern das vielleicht in einer Account Entity in einem Common Data Model zur Verfügung stehen habe. Und ja, jetzt bin ich am Ende. Die Power Plattform Data Flows, um was dreht es sich? Es ist Datenintegration und Aufbereitung in der Cloud. Also die Data Flows leben in der Cloud, lesen Daten von nicht nur der Cloud, sondern natürlich auch On-Premises-Datenquellen über das Gateway und so weiter, schreiben aber die Daten in die Cloud, in den CDS, in den Data Lake, beziehungsweise kann ich die dann auch in meinen Power BI, sage ich mal, Auswertungen, Datenmodellen konsumieren. Ein zentrales Thema ist, sage ich mal, ein einheitliches Set an Technologie, die Konnektoren. Ja, wir haben im Power BI Data Flows und in den Power Platform Data Flows sehr, sehr viele Übereinstimmungen bei den Konnektoren. Und der Parquet-Konnektor wird vermutlich relativ bald dann auch bei den Power BI Data Flows aufschlagen. Dann Power Query zur Datenaufbereitung und sehr, sehr wichtig, und das sehe ich als eines der spannendsten Themen, vor allem in der Datenintegration Cloud basiert, Data Lake
sage ich mal, Daten standardisiert austauschen, die CDM-Folders. Das CDM-Format klingt auf den ersten Blick jetzt nicht so als sexy und spannendes Thema. Für mich ist es sehr, sehr spannend. Gerade wenn es darum geht, ja wirklich Daten standardisiert abzulegen, eine Struktur in meinen Data Lake zu bekommen und so weiter und so fort. Das Ganze mit dem Ziel, Datenaustausch einfacher zu machen, Datenaufbereitung einfacher zu machen und das Ganze auf, sage ich mal, vom Self-Service beginnend auf solide Basis zu bringen und auch die professionellen Kollegen, die jetzt mit Databricks und Data Factory die Daten aufbereiten, sage ich mal, ein Zusammenspiel der Datenlandschaft hinzubringen. Gut, mein altes Leiden, ich habe zu viel gesprochen. Gibt es Fragen? Also Wolfgang, ich kann dir noch eben sagen, der Inter Young hatte eben nochmal nachgeschaut. Also seine Frage war wohl noch ein bisschen mehr nur auf die Dataflows bezogen. Und er sagte, bei dem alten Workspace gibt es Dataflows, haben aber nur zwei Optionen, Define und Import. Bei den neuen gibt es Define, Link, Import und Attached. Mhm. Mir ist was eingefallen eben, da sind so zweierlei bei den Folien. Das eine war, wo wir an dem Punkt waren, glaube ich, relativ am Anfang, wo du gesagt hast, wir können über die Data Flows Daten zentral zur Verfügung stellen und in mehreren Datasets verwenden. Es ist aber doch dann so, wenn ich eine Entität anpasse, in der Form, dass ich es breiter mache, meinetwegen eine Kundentabelle um ein weiteres Feld erweite, muss ich ja jedes einzelne Dataset nochmal neu deployen, weil ja erst das, oder bereitstellen, weil ja diese Datenmodellaktualisierung ja erst lokal nur passiert und nicht im Service. Ne? Mhm, ja, also da haben wir die Trennung, sage ich mal. Die Dataflows laufen alles in der Cloud. Wenn jetzt die Entität breiter wird, ja, ja, muss ich hier das Dataset noch einmal aktualisieren, ja, damit die Struktur dann auch im Dataset beziehungsweise ja dann für den Report zur Verfügung steht. Aber im Power BI Desktop aktualisieren, weil du vorher mal in einer Präsentation gezeigt hast, damit wir nicht eines dieser Datasets übersehen. Das ist natürlich dann irgendwie so. Da wäre natürlich irgendwie auch schön. Ja, also es ist dann so, dass ich im Endeffekt halt die neuen Spalten nicht dabei habe. Ja. Das ist, sage ich mal, die Sache, ja. Und hier diese Linked und Compute ist ja ein Premium-Feature. Ja, also ich habe die Lizenzierung bewusst außen vor lassen, wobei es ja relativ einfacher ist. Dataflows sind auch in Pro verfügbar, aber die Linked Entities und die Computed Entities, also genau die Sachen, die in Data Lake passieren. Also ich verwende oder referenziere eine Entity über die Link beziehungsweise mache Aggregationen im Data Lake, die brauchen Compute. Und Compute ist gleichbedeutend mit dedizierter Kapazität, also mit Premium. Das ist so der große Knackpunkt, sage ich mal. Es gibt aber Workarounds, dass ich Linked beziehungsweise Computed Entities, ich sage jetzt einmal, simuliere, ohne eine Premium-Kapazität zu haben. Okay. Dann sehe ich gerade, der Jochen hat sich aus seiner Stummschaltung befreit. Vielleicht wollte der noch was sagen. Ja, vielleicht zwei Themen, wo interessant wäre, noch zu diskutieren. Das eine ist, ich habe selber noch nicht genau im Detail damit gespielt, Direct Query und Data Flows. Da ist die Frage, in welchen Szenarien kann ich es machen und wie ist da der Credential Flow? Muss ich wenn ich eine Entity auf Direct Query schalte, ich nehme an, gibt es auch so ähnlich wie den Storage Mode, und die dann in einem Dataset verwende, an welcher Stelle würde ich jetzt für die Datenquelle die Credentials hinterlegen oder kann ich einen kompletten Pass-Through machen bis zur Quelle? Also meines Wissens habe ich Direct Query nur bis zu dieser Ebene. Vom also, Dataset zum Dataflow. Ja, auf diese Entities. Da gibt es jetzt seit einigen Monaten quasi die
wie heißt die, Enhanced Compute Engine oder irgendwie so. Aber meines Wissens gibt es den Teil nicht, dass ich quasi einen Data Flow Entity hier Direct Query mache. Also das, glaube ich, funktioniert nicht. Nur vom Dataset auf eine Entity im quasi Data Lake als Direct Query. Ja, da hätte ich jetzt aber auch eine Frage, weil da war ich jetzt auch so ein bisschen am Straucheln und war mittlerweile fast dem Glauben verfallen, dass das auch wieder nur mit den Sachen passt, funktioniert, die man im Power Apps hat, also wo es wirklich das CDS ist und wo man nicht dieses Analytic macht, wo es dann im Prinzip direkt in Data Lake geschrieben wird, sondern dass das nur funktioniert mit dem Direct Query bei dem, ja, in dem CDS-Speicher der Power App oder der CRMs. Aber es ist so, dass im Endeffekt dann auf dieser Architekturskizze noch ein Teil fehlt. Und das ist quasi so dieser Caching-Part, der dann das Direct Query quasi, dann wird, wenn ich Direct Query mache, geht es auf diesen Teil und im Endeffekt habe ich eine Caching-Engine, die mir dieses, sage ich mal, Lesen der direkten Files aus dem Data Lake übernimmt. Und ich greife dann auf diesen Teil zu. Ja. Also, wie gesagt, ich bin auch gerade dran. Bei mir ist halt ganz links, die Datenquelle ist eine HANA-Datenbank. Und da ist halt auch das Requirement, wenn die Leute auf HANA sind, wollen sie alle immer Realtime haben. Aber ich habe jetzt auch noch keinen Weg gefunden, die komplette Kette über einen Dataflow im Prinzip direct query-fähig zu kriegen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere Geschichte Richtung Governance jetzt eher wieder, bietet da eigentlich völlig neue Möglichkeiten und also nach meinem Verständnis, sagt was dagegen, wenn man einen Negativpunkt findet, macht es eigentlich immer Sinn, so einen Dataflow dazwischen zu schalten, bevor man Datasets baut, dass man wirklich so einen virtuellen Pool, sage ich mal, aufbaut, wo die Leute sich bedienen können, weil das natürlich super dieses Problem umgeht mit Gateways, ne? Dass manchmal die Leute keine Berichte designen können, weil sie nicht auf die originäre Quelle kommen, weil die hinter irgendwelchen Firewalls ist oder so. Und wenn ich einen Dataflow habe, dann ist eben der Connection Point immer der erste, der Dataflow, und ich habe überhaupt keine Probleme mit Gateways mehr. Ja. Die Frage ist halt nur, wie es von den Workspaces gestalten wirst. Also ich hätte jetzt zentriert einen Workspace, da haue ich meine Dataflows rein, da haue ich meine Certified Datasets rein und da kommen auch nur die Modeler drauf und alle anderen connecten sich dann, ne? Ja, wär auch der Ansatz. Wo mir einfach auch der Dataflow-Ansatz sehr gut gefällt, ist, ich bin ein Freund von Self-Service, aber vom kontrollierten Self-Service. Also Self-Service mit gewissen Leitplanken. Ja? Und da hilft mir eigentlich genau der Part, wo ich ein Standard-Set an Entities und genau die Gateways abfrühstücken kann, gewisse Standard-Aufbereitungen, die sonst jeder User selbst machen müsste im Dataset, kann ich hier schon zur Verfügung stellen. Und ja, ein toller Punkt, wo du gerade sagst mit Gateways, weil das war auch immer die Thematik, dass man nicht allen Designern eigentlich Gateway-Admin-Rechte geben will, dass sie connecten können. Das umgehst du ja hier komplett, ne? Solange sie auf den Data Flow Rechte haben, können sie sich connecten und alles ist fein. Ja, man braucht ja dann, weiß nicht, eine eigene Data Flow Erstellerrolle, weil die natürlich dann die sage ich mal, Sachen oder den Zugriff dann auf die Gateways und so weiter brauchen. Aber ja, ich schiebe das Ganze ein bisschen mehr in die zentrale Verwaltung, sage ich jetzt einmal. Ja. Hört sich jetzt wieder, auf Österreichisch würde man sagen, gespreizt an, aber wie gesagt, ich bin ein Freund von Self-Service, aber ich sage einmal, das geführte Self-Service ist eher der Ansatz, den ich gerne mache. Könntest du da noch ein bisschen zeigen, wie das mit Berechtigungen geht, auf diese Services oder auf diese Flows? Oder gibt es da keine, nichts zu zeigen? Nicht wirklich. Also es ist im Endeffekt, was rauskommt, ich kann dann zum Beispiel an der Stelle der Power BI Data Lake, auf den habe ich ja nicht wirklich einen Zugriff, wenn ich nicht meinen eigenen mappe. Berechtigungsmäßig habe ich an der Stelle nur, oder gehen wir ins Power BI, in diese Oberfläche, und wenn wir
hier dann drauf gehen. Man hat von den Berechtigungen her keine Einstellungen, die da irgendwie mitspielen. Ich habe hier meine Settings und bei denen komme ich nicht wirklich irgendwo hin. Ich kann jetzt nicht sagen, der darf zugreifen. Es gibt einen Owner für den Data Flow und that's it. Und hier, weil ich sehe, die Enhanced Compute Engine, das ist genau das eine Kästchen, das ich dazu gezeichnet habe, quasi für den Direct Query Support. Das heißt, Berechtigung fängt eigentlich erst auf Dataset-Ebene an, ne? Wo granular etwas machen kannst. Im Endeffekt, naja, habe ich die Möglichkeit, in meinem Arbeitsbereich dort die Berechtigung zu setzen. Wer darf im Endeffekt Sachen aus diesem Arbeitsbereich konsumieren? Ist ja auch gut, weil sonst wird es ja wirklich komplett verworren worden, dass der erst hier auf Workspace-Ebene nur Berechtigungen setzt und alles, was mit Role-Level zu tun hat. Also macht es Sinn, eine einzelne Entity in einem großen Data-Flow freizugeben? Ja, wäre vielleicht nett, aber macht es auch verwirrend. Ne? Ja, macht es, glaube ich, dann in der Administration einfach extrem aufwendig. Ja. Und was man eben dann auf der Konsumentenseite hat, auf jeden Dataflow, auf den ich quasi den Zugriff habe, den habe ich auch hier zur Verfügung. Genauso wie meine Datasets. Wenn ich jetzt ein Dataset verwenden möchte und dieses als Datenquelle verwenden möchte, natürlich habe ich das falsch ausgewählt, dann kann ich dann dieses entsprechend konsumieren und sage bei der Power Plattform die Power BI Dataflows und habe dann die Liste aller meiner Workspaces und dazugehörig dann meine Dataflows, die da drinnen sind und darunter dann meine Entitäten, die da mitspielen. Wolfgang, hast du auch schon mal den anderen Connector da genommen? Du gehst ja jetzt immer über den Power BI. Ja. Da gibt es ja nochmal diesen Power Plattform. Das scheint ja jetzt auch schon wieder sich irgendwie weiterzuentwickeln. Der im Beta, weil der zeigt ja sowohl das an, was in der Power App Welt ist, aber auch das, was irgendwie in Power BI drin ist, oder? Genau. Also das ist der Power BI Data Flows Connector zeigt mir nur die Data Flows an, die wirklich im Power BI erstellt worden sind. Der Power Plattform Connector, der hat zwei Teile. Ja, schauen wir mal. Dann loggen wir uns da schnell ein. Und da habe ich jetzt quasi Workspaces und Environments. Die Workspaces, der zweite Teil da herunten, das sind meine Power BI Data Flows. Also alle genau dieselbe Ansicht, wie wir es drüben gehabt haben. Ich habe dann hier meinen Workspace und die Data Flows bzw. Entities darunter. Und die Environments, das ist alles, mit denen quasi die Power Plattform, cool, spielt. Und im Endeffekt sollten hier dann die Ergebnis-Entities drinnen sein. Das sind die, die ich über das Häkchen mit Analytical Entities definiert habe und die sollten eigentlich hier erscheinen. Warum auch immer nicht? Das ist eine gute Frage. Ich vermute mal, es ist die Security. Irgendwas in die Richtung. Aber mit dem Power Platform Data Flows, der Connector, wie du gesagt hast, der entwickelt sich weiter und der bietet mir beide Wege. Also ich kann dann nicht nur Power BI oder ich muss mir nicht entscheiden, Power BI Entities oder die Power Apps, sondern mit dem Connector kann ich auf beide zugreifen. Hast du da irgendwelche Infos? Wird der andere dann so langsam, wird das ein Tausch, wird das ein Switch werden? Boah, wenn ich sie hätte, ich wüsste es nicht mehr. Ich kann es dir nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht dann nur in diesen einen reingeht. Und dann quasi habe ich da unter einem Dach den Connector oder alle Möglichkeiten dann zur Verfügung. Okay, haben wir noch weitere Fragen? Jetzt ist gerade still, sonst würde ich sagen,
Wir haben es geschafft. Ja. Ich muss mal die Aufzeichnung dann einmal kurz beenden. Und wenn noch Fragen sind, könnt ihr auch gerne noch jetzt Fragen stellen ohne Aufzeichnung.